natürlich eine starke Klamotte. Fährt in Ordnung? Sehr gut. Zufrieden? Sehr zufrieden. Gut, dann sind wir beruhigt. Felix. Also, gerade großer Erfolg, aber auch bei euch ist ja inzwischen nicht nur mehr die Frage, schlage ich ihn K.O., sondern wie ist meine Quote, wie ist meine Börse? Die Quote war beängstigend für mich, 7 Millionen Zuschauer, das ist eine Menge. Glückwunsch. Danke. Die Börse war hoffentlich für dich okay. Die war in Ordnung. Und tut auch nichts mehr weh? Nee, ist alles wieder okay. Sieht eher aus wie neu. Der andere hat mir eher ein bisschen Sorgen gemacht. Wir gucken mal rein, denn es gibt eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob wir den Herrn auch im Bild sehen. Du hast einen speziellen Freund. Ja. Also du bist da bei der Arbeit, der andere muss ein bisschen einchecken. Boah, hat zugemacht, ja. Zack. Da nützen auch die Tattoos nicht, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben. Ja, und so geht es hin. Eindeutig, also alle waren sich einig, du warst der Bessere. Bleibst Weltmeister, hoffentlich noch nicht lange. Glückwunsch. Und jetzt die entscheidende Frage. Wer ist die junge Frau? So, meine Frau. Aha. So, jetzt hat das Bild im Grunde die Frage fast schon beantwortet, aber nicht für alle. Mit welchem Fußballer ist Felix Sturm befreundet? Ist das ein gewisser Lukas Podolski oder ein gewisser Sepp Maier? Du weißt es, verrätst aber nichts. Nein. Ich weiß es auch, verrate aber auch nichts. Jetzt sind Sie ganz allein. Das ist also unser Gewinnspiel. Jeder, der teilnimmt, hat die Chance, dieses Auto zu gewinnen. Der Erlös geht an die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Sie können über Telefon und über Postkarte mitmachen. Ich danke dir, Felix, dass du hier für mich den Chauffeur gespielt hast. Freut mich, dich zu sehen. Und beim nächsten Boxkampf gehen wir mal gucken, wie es aussieht. Tschüss. Tschüss, Felix Sturm und der Audi. Und jetzt